620 Kilometer haben sie gefressen, die Fans vom Wacker. Alles aus Liebe von Burghausen nach Paderborn. Handverzählte 2:30. Aber die Chance, einen Sieg ihrer Mannschaft zu sehen, ist in der Fremde auch exakt dreimal so groß wie zu Hause, wo erst ein Dreier gelang. Die Elf von Markus Schupp zuverlässig nur in ihrem Auf und Ab. Achter gegen 13. Aber in dieser Konstellation eigentlich ein Spitzenspiel. Die zweitstärkste Heimmannschaft gegen die viertbeste Auswärtself. 6.400 durften gespannt sein. Und was erwarten? Zum Beispiel einen guten Start von Wacker. Markus Schupp stellte offensiv auf. Casio für Burkhardt. Weiß-Grau die Gäste aus Burghausen. Und da ist Casio schon. Gerade noch abgeblockt. 7. Minute. Kneißl, Bogavac und dann abgepfiffen. Wegen hohen Balls. Bei Paderborn trotz des insgesamt guten Auftritts beim 1:2 in Aachen dennoch zwei Änderungen. Ragusa im Spiel und Guifé Ajoufon, der defensive Mittelfeldmann, hier offensiv tätig. Erste Unaufmerksamkeit der Wackerabwehr. Die zweite, drei Minuten später, sieht hier ungefährlich aus. Da haben sie den Ball, dann kommt Ronald Schmidt dran. Handlungsgeschwindigkeit geht jetzt gegen Null und dann Tempo. De Graaf hat aufgepasst. Maas auf Dennis Schröb. Dennis Schröb und 1:0. 13. Minute, Paderborn führt. Dennis Schröb, drittes Saisontor für den Holländer. Selbstredend alle zu Hause erzielt. Prima Kombination, schon zum 21. Mal aus dem Spiel heraus ein Treffer des SCP 07. Das ist Ligaspitze und sensationell für einen Aufsteiger. Aber das Zweikampfverhalten von Vukovic und Herzig, keinen Elfmeter riskieren zu wollen, ist das eine. Überhaupt nicht zu stören, das andere. Dennis Röb, der Nutznießer, Paderborn im achten Heimspiel zum 7. Mal 1:0 in Führung. Auch das schaffte keine andere Mannschaft. Wie würde Wacker reagieren? Gegen Bochum lag man nach 6 Minuten zurück. Jetzt keine Viertelstunde und das ist wieder 0:1. Kneißl? Nein. Das war's erstmal von Wacker. Jetzt kam Paderborn. Gospodarek erwartet den Freistoß von Maas. René Müller. Und da wurde ein Ball ausnahmsweise mal ungefährlicher dadurch, dass er abgefälscht wurde, nämlich von Hertel. Der Sportclub eindeutig die bessere Elf. Fall schickt Dragusa, Mehmet Dragusa gegen Herzig. Sein Sololauf, Dragusa, ne, der Winkel zu spitz. Das sah eigensinnig aus, aber Vukovic hatte die Option Pass zu Müller zugemacht, wie wir in der Wiederholung sehen. 34 Minuten jetzt gespielt, Wacker dabei, sich zu erholen. Wiesinger. Der Ball rutscht durch zu Casio und Bruer kann klären, weil Casio die Orientierung verliert. Bogavac und Eckball. Und jetzt Finger weg von der Fernbedienung, alle Augen auf den Bildschirm. Es lohnt sich, es folgt ein Highlight der Saison. Herzig und Vukovic. Rvoje Vukovic, das ist ein Innenverteidiger. Die Sprungkraft, die Härte, mit der er trifft, die Präzision. Damit hat er sich ganz klar den Klaus Fischer Gedächtnispreis verdient. Sensationell. Es ist erst Anfang Dezember, aber die Medaille für das Tor des Monats ist schon vergeben. Voje Vukovic, erster Saisontreffer, aber in seiner Karriere nicht der erste Fallrückzieher. Nur 3 Minuten später, Paderborn antwortet wütend. René Müller gegen Herzig. Stolpert sich dadurch. Müller. De Graaf. Gary De Graaf. Und die Riesenchance zur erneuten Führung. Gospodarek hätte diesen Ball nie gesehen. Und er schien beeindruckt, der Keeper. Schlechter Abschlag. Müller auf den Jing.
Klasse Flanke zu Dennis Schröb. Und das geht er als Rückgabe durch. 1:1, Halbzeit mit dem Torschützen des Monats, Vukovic. Wir haben noch mal gesucht und in den Bändern gewühlt. Eine neue Einstellung haben wir noch von seinem Traumtor. Nicht so schlecht getroffen. Zweite Halbzeit, die erste Szene gehört wieder den Gästen aus Bayern. Ecke Drescher und Nico Herzig. Riesenchance. Drei Tore hat er schon gemacht, der gefährlichste Abwehrspieler der Liga. Alle per Kopf und nach Ecke. Das hätte eigentlich Nummer 4 sein dürfen. 53 Minuten gespielt und jetzt wird es bitter für den Helden aus der ersten Halbzeit. Vukovic. Im Kopfballduell mit Dennis Schröb war es passiert. Verdacht auf Nasenbeinbruch, da konnte der Holländer nichts für. Vukovic erst im Himmel und jetzt diese Schmerzen. Er fehlt also wahrscheinlich im Heimspiel gegen Siegen. Heute kam für ihn Vlado Jeknic. Und nach einer guten Stunde nahm sich noch einer eine Auszeit fürs nächste Wochenende. Ronald Schmidt, fünfte Gelbe nach dem Foul an Maas. Dazu der Fehler vorm 0:1 aus Wackersicht. Nicht der Tag von dem Mann, den sie gerne Ronaldo nennen. 67 Minuten gespielt, jetzt wieder Fußball. Wiesingers Freistoß wird gefährlich für Kruse, gehalten, aber nicht geklärt. Geht weiter, Bogavac. Und in der Mitte fällt Herzig und es gibt Elfmeter. Schiedsrichter Ralf Brombacher in seinem vierten Zweitligaspiel alles richtig entschieden. Ruhl Brauer zieht Herzig zu Boden und sieht dafür auch noch die gelbe Karte. Die Chance zur Führung für Wacker und es tritt an Ronald Schmidt. Mutige Entscheidung. Falsche Entscheidung. Lukas Kruse hält. Ganz schwach geschossen. Aber bisher hatte Schmidt alle Elfer für Wacker verwandelt. In dieser Saison zum Beispiel beim 1:0-Sieg in Karlsruhe. Kruse angeschlagen, konnte aber weitermachen. Und Ronald Schmidt Gegentor eingeleitet. Fünfte Gelbe, Elfer verschossen. Aber sein Trainer, der sagt, weiter, weiter. Und es ging weiter mit einem Freistoß für die Gastgeber. Und der Schmidt von Paderborn heißt Ruhe Bruer. Gerade in Elfer verschuldet, jetzt die Führung vergeben. Und dafür gibt es eigentlich keine Worte. Insgesamt aber in der zweiten Hälfte Wacker das spielbestimmende Team. Drescher mit diesem wunderbaren Diagonalpass. Bogavac, Oliver Fink, 1:2. Doch noch die Führung für Wacker durch den Mann, der in der 63. Minute eingewechselt worden war. Für Kneißl, goldenes Händchen von Trainer Markus Schupp. Und wir sehen Bollmann im Pech. Nur 5 Minuten später, ähnliche Szene, Befreiungsschlag landet wieder bei Bogavac. Das Duell mit Kruse, Kruse hält, aber jetzt ist für den Ball den zweiten Krejci da, 1:3. Die Entscheidung in der 84. Minute. Unglaublich, wieder mal auswärts hat Wacker ein Spiel gedreht. Die Moral intakt, damit eigentlich alles gesagt über die Arbeit von Markus Schupp. Vielleicht bekommt er jetzt ein bisschen Ruhe. Das war's. Paderborns Serie reißt 1:3. Das Ende der Euphorie. Rückschläge kamen, das ist doch selbstverständlich. Wir sind auch nur ein Aufsteiger. Wir haben bis jetzt hervorragende Heimspiele gehabt, aber heute sind wir kalt erwischt worden. Zum Ende der ersten Halbzeit hin dieses sensationelle Tor. Ich nehme an, der macht das so in jedem Training 5-mal. Ja, mindestens. Nein, ich weiß noch gar nicht, was der DD jetzt hat. Der DD Vukovic hat auf jeden Fall ein schönes Tor gemacht und ein ähnliches hat er schon mal gemacht. In Aachen, glaube ich, auch mit dem Fallrückzieher. Wundertüte Wacker. Das heißt, eigentlich weiß man ja, was drin ist. Auswärts nämlich immer ein Dreier. Da lohnt sich jeder Kilometer. Zurück nach München.